In Sachsen-Anhalt ist ein Lottogewinn von 1 Million Euro verfallen. Der Lottospieler oder die Spielerin hat sich binnen der 3-Jahres-Frist nicht gemeldet, wie Lotto Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Die Zeit lief am 31. Dezember um 23.59 Uhr ab. Wir hatten Hoffnung, dass sich noch jemand meldet. Leider gab es kein Happy End, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Der Betrag fließt jetzt zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen. Mit dem Spielschein im Lotto 6 aus 49 war im Dezember 2019 bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung der Gewinn von 1 Million Euro erzielt worden. Er war in der Region Mansfeld-Hettstedt gespielt worden. Der nun verfallene Gewinn ist den Angaben zufolge der erste derartige in Sachsen-Anhalt. Laut Lotto Toto Sachsen-Anhalt kommt es aber durchaus vor, dass Spielscheinquittungen vergessen werden.